wenn es nicht, wie in den vorigen Bildern gezeigt wird, durch Autos verparkt ist. Andererseits Stress und unangenehme Gefühle können durch zwei Dinge entstehen. Einerseits durch Überforderung, wenn alles zu viel wird, andererseits aber auch durch Unterforderung. Und der Straßenraum für das Auto ist sehr häufig sehr breit, gerade sehr monoton. Das heißt, es kommt nicht nur durch Stress durch zu viele Autos, durch Behinderungen, durch geparkte Autos, sondern auch, wenn das Ganze sehr, sehr monoton ist. Der Vorschlag von Professor Knoflach hat eben im Prinzip so ausgesehen: die privaten Pkw sollten in Sammelgaragen abgestellt werden, die nahe an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sind. Die Straßenbereiche dazwischen sind mehr oder weniger autofrei. Es gibt nur einige Hauptverbindungen zwischen diesen Garagen. Der Rest ist praktisch autofrei bis auf Zulieferdienste, Müllabfuhr etc. Der Straßenbereich dient dann wieder als Kommunikationsfläche. Sie können als Fußgänger immer die direkte Linie wählen, müssen keine Umwege machen, um einen Zebrastreifen oder eine Ampel zu erreichen. Und sie sind nicht behindert durch geparkte Autos. Das Umfeld kann angenehm gestaltet werden. Der Ausgangswiderstand ist dann für beide Arten der Verkehrsteilnahme gleich. Hierfür zu Fuß gehen ist er deutlich niedriger. Es werden viel mehr Menschen dort zu Fuß vorbeikommen. Das heißt, es werden sich dort auch wieder Geschäfte, kleinere Geschäfte ansiedeln, da ja permanent potenzielle Kunden vorbeikommen. Und die zudem nicht mit dem Auto stehen bleiben müssen, keinen Parkplatz suchen müssen, nicht aussteigen, sondern einfach direkt in das Geschäft gehen können. Das Ganze ist eine sehr, sehr alte Idee. Es gab immer wieder und gibt immer noch sehr, sehr viele Kritiker, die sagen, das funktioniert sicher nicht, das kann überhaupt nicht funktionieren. Wie soll das denn gehen? Wir können nicht plötzlich alle Autos von der Straße verbannen. Das Ganze ist viel zu teuer. Wir können doch nicht auf einen Schlag Garagen für eine Million Autos oder was auch immer bauen. Es ist viel zu teuer. Es ist zudem sozial ungerecht. Was macht eine Mutter oder ein Vater, wenn er mit Kindern unterwegs ist, mit Kinderwagen und so weiter? Das alles war dann Ausgangspunkt für uns, zu sagen, wir wollen uns das im Detail anschauen, wir wollen versuchen, in einer Diplomarbeit einen Entwicklungspfad für ein derartiges System zu entwerfen, wo wir in einem kleinen Gebiet beginnen können und von dem aus dann dieses System umsetzen. Und es sollte auch ansprechend 3D dargestellt werden, damit sich die Leute vorstellen können, was würde dieses System überhaupt heißen, wie würde das aussehen. Das Projektgebiet ist ein Teil des 15. Wiener Gemeindebezirks, hier in der Nähe der Hütteldorfstraße. Ganz im Detail hat sich der Student die Löschenkohlstraße und die Schwegerstraße angesehen. Die Schwegerstraße, ich habe schon gesagt, es soll dann ein quasi Hauptverbindungsnetz geben zwischen den Garagen. Die Schwegergasse haben wir als eine solche Straße gedacht und die Löschenkohlgasse sollte eben komplett autofrei werden als eine Nebenstraße. Zuerst hat sich unser Student angesehen, wo existieren schon Parkgaragen, wie viele Garagen müssten wir dazu bauen, wo können wir diese dazu bauen. Sein Vorschlag war hier, zwei Parkgaragen zu errichten, hier eine dritte und hier zwei temporäre Parkflächen vorzusehen. Warum temporäre Parkflächen? Es ist auch zu erwarten, wenn ein derartiges System umgesetzt wird, dass sich langfristig der Autobesitz verringern wird. Es stellt sich daher dann auch die Frage, was mache ich mit den Garagen, wenn schlussendlich gar nicht mehr so viele Autos überbleiben. Und die Idee ist eben hier, dass man temporäre Parkflächen, temporäre Parkgaragen anbietet, die ungenutzt, umgewidmet, umgebaut werden können.
In einem weiteren Schritt hat sich der Student das öffentliche Verkehrsnetz angesehen, welches in diesem Bereich eigentlich schon relativ dicht ist. Er hat eine Buslinie dazu entworfen. Sie sehen hier auch rund um die Parkgaragen die Einzugsbereiche. Was bewirkt das Ganze für den öffentlichen Verkehr? Eine deutliche Vergrößerung des Einzugsbereichs der Haltestellen durch die fußgängerfreundliche Gestaltung. Wie wir vorgesehen haben, akzeptieren Fußgänger, akzeptieren ÖV-Nutzer in einem freundlichen Umfeld bis zu 70% längere Wege als in einem fußgängerunfreundlichen Umfeld. Der öffentliche Verkehr bietet hier eine sehr gute Abdeckung des gesamten Bearbeitungsgebiets. Es wurde, wie gesagt, eine zusätzliche Buslinie vorgesehen. Die Verortung der Parkgaragen orientiert sich am ÖV-Netz, ist nahe an Haltestellen des ÖV-Netzes und die temporären Garagen sind kostengünstiger und können dann eben umgewidmet oder abgebaut werden. Wie soll das Ganze dann im Detail aussehen? Hier die Schweglerstraße im Bestand, wie sie derzeit aussieht. Umgestaltet würde sie dann nach unseren Vorstellungen so aussehen. Es gäbe links und rechts Radstreifen, die Straßenbahn und der motorisierte Individualverkehr werden gemeinsam in einer Spur geführt. Das kommt Ihnen vielleicht etwas komisch vor. Sie könnten argumentieren, da wird ja der öffentliche Verkehr vom Pkw-Verkehr behindert. Einerseits in diesem System gibt es dann weniger Pkw-Verkehr, das heißt die Behinderung wäre von Haus aus nicht so groß. Es gibt ein derartiges System aber schon in Wabern in der Schweiz. Da fährt die Straßenbahn aus der Haltestelle, der Pkw-Verkehr bekommt rot. Pkw-Verkehr muss sich hinter der Straßenbahn anstellen und die Straßenbahn fährt vorne im Bulk weg. Das heißt, die Straßenbahn, der öffentliche Verkehr, bestimmt hier die Geschwindigkeit auch des motorisierten Individualverkehrs. Würde eine zusätzliche Chancengleichheit zwischen dem öffentlichen Verkehr und dem motorisierten Individualverkehr bieten. Von oben würde das Ganze dann so aussehen. Die Löschenkohlgasse, eine Nebengasse, die praktisch fast ausschließlich zum Parken heute verwendet wird. Unser Umplanungsvorschlag sieht so aus, eine Fußgängerzone. Kinder können dort spielen, hohe Aufenthaltsqualität. Sie sehen hier ein Auto stehen. Ich habe schon erwähnt, dass es natürlich Zulieferverkehr geben muss für Geschäfte, die sich dort dann hoffentlich wieder ansiedeln, sicher wieder ansiedeln. Es muss eine Müllabfuhr und so weiter geben. Es soll aber kaum, außer für wirklich körperbehinderte Ausnahmegenehmigungen geben. Von oben würde das dann so aussehen. Der vorher durch Asphalt, Beton und geparkte Autos dominierte Straßenraum wird begrünt, das Mikroklima verbessert sich, die Aufenthaltsqualität verbessert sich. Auf den Zeitplan möchte ich jetzt nicht wirklich im Detail eingehen. Wir haben uns dann aber auch überlegt, wie kann man das im zeitlichen Ablauf irgendwie umsetzen, was für Schritte wären wann nötig, damit man irgendwann ein größeres Gebiet nach diesem Prinzip umgestalten könnte. Ich bin nun schon bei den Schlussfolgerungen. Eine schrittweise Umsetzung des Konzepts eines weitgehend autofreien Wohnumfelds ist unserer Einschätzung nach durchaus machbar.